Oh, die Nike Finja. Ja, ich bin hier schon quer durch den Wald gelaufen, habe hier überall Setzlinge hingesetzt. Boah, wie entsetzlich. Wollte ich gerade sagen. Der wird aber auch echt nie alt, ne? Wird nur fad. Ja, genau, was Fahrt. Nein, der ist immer noch voll cool und trendy, der Satz. Ja, so wie das Wort trendy. Genau. Ist voll in und so. Up to Boah, weißt du date. noch damals, da haben wir immer trendy gesagt. Und tight. Und da Obwohl, das habe hier, ich nie gesagt. da haben sich alle Andreas, da haben sich Andy genannt oder Andy. Und da war das Wort Penis noch lustig. Obwohl, das ist heute nicht lustig. Mann, ey. Das Wort Penis ist nur für solche lustig, die noch nie einen gesehen haben. Und warum Und lachst für du so darüber? minderjährige Jugendliche, so Kerle, Und weißt warum du? lacht Fabi darüber? Und warum lachst du darüber? Und warum lach ich darüber? Weil ich noch Weil keinen wir alle richtigen. minderjährig sind. Wir haben noch nie richtigen Penis gesehen. Alle geistig zurückgeblieben. Ja. Ich sag doch, wir haben alle noch nie einen richtigen Penis gesehen. Selbst sein nicht. Nee, selbst da ich nicht. Voll die Beleidigung eigentlich. Ist nur Spaß. Ist dein Freund, nicht meiner. Kann ich dir so Beileidskarte schicken? Ja. Boah. Herzliches Beileid. Oder das wolltest du. Aufrichtiges Beileid. Das haben wir meiner Ich Schwester erkenne noch zum aufrichtig. 18. Geburtstag haben wir noch meiner Schwester so eine Karte geschenkt, Ja. ne? Aufrichtiges Beileid. Aufrichtige Anteilnahme war es doch, Ja. oder? Hat Papa Ja. aber auch, hat mein Vater das eine Jahr zum hier, zum Geburtstag kriegt so eine Totenkarte halt, so mein Ja. Beileid. Die man normalerweise immer nur Verwandten zuschickt, wenn irgendwer gestorben ist. Ja. Voll Alter, gut, das ist ne? wirklich schick. Ja, das ist einfach super. Lassen den Fleisch. Warum ist hier so ein Erdkackstift? Weiß ich nicht. Ich pflanze da erstmal ein Bäumchen drauf. Alter, das mit dem Fleisch dran stinkt. Die anderen immer nicht. Ja, so alte Fleischpenisse. Ja, es ist ja gedörrtes Fleisch eigentlich, das ist, was er da hat. Und da ist jetzt eben halt richtig fett Fleisch dran. Normalerweise ist er ja überhaupt gar kein. Oh, was, was, was? Oh! Ich hatte das gar nicht gemerkt, dass der Creeper neben mir stand. Aber jetzt mal eine andere Sache. Der ist explodiert und ich habe keinen Schaden gekriegt. Ja, Ja, das sei doch froh. froh. Dabei hat er mich angekuschelt. Er war schüchtern. Genau. Sei, hast du schon deine Setzlinge gepflanzt? Ein bisschen. Ja, hier, guck mal, hier sind auch noch ganz viele freie Flächen. Also, Aki, das ist das letzte Mal, dass du so ein Ding kriegst. Und jedenfalls mit Fleisch dran. Die anderen riechen gar nicht. Wir haben auch den Max haben wir damals immer. Max ist der Hund von meiner Mama. Den haben wir immer so hier so Rinderohren und so. Und diese Beine, es gibt ja diese Beine, die hat er so geliebt. Oh ja, Aki auch. Aber der hat da immer Durchfall von bekommen. Da durfte er nicht so, also irgendwann ab so einem bestimmten Alter konnte er die nicht mehr so verarbeiten. Nee, jetzt sag mal schnell, Okay. was wollte ich jetzt sagen? Alter, das stinkt richtig. Als wenn da jemand hingeschissen hat. Hier, so alter, ranziger Penis, ne? Ja. Eichelkäse. Was? Boah, ich kapiere das nicht. Was kapierst du nicht? Ich laufe dir die ganze Zeit hinterher, werfe Setzlinge in dich rein und du sammelst. Mach mal was Sinnvolles. Ich will, dass du dich als Setzlinge nimmst. Warum? Nimm die verfickten Setzlinge. Sehe ich aus wie ein Nee, so. Förster? Ja. Sorry, Tani. Mit deiner Förster. bekloppten Lederkappe siehst du auf jeden Fall aus wie ein Förster. Mann, ey. Tut mir leid, für Silber hat es eben halt nicht gereicht. Ja, ich hab kein Geld. Boah, damals, da wollte ich sogar Förster werden, wo ich kleiner war, jünger war. Ich wollte immer irgendwas züchten. Da habe ich immer in diesen im Berufswunsch reingeschrieben, Förster. Also in diesen Poesiealben. Aber ja, damals waren Poesiealben voll in. Nicht Poesie, diese Freundschaftsalben meine ich. Genau. Ich hatte immer eins von Diddle. Ja, Obwohl ich eigentlich nie so der Diddle-Fan war. ich hatte auch eins von Diddle und das wurde dann irgendwann voll und dann habe ich noch ein zweites gehabt, da waren so Pferde vorne drauf.
Damals hat man noch Diddle, oder vielmehr alle haben irgendwie Diddleblätter gesammelt, außer ich. Ich war, ja. Weiß ich, ich hatte kein nicht genug Taschengeld immer. Genau, da hat man Diddleblätter gesammelt, so, also man hat sich vielleicht mal einen Block gekauft und dann hat man die Blätter gegen andere getauscht. Und dann waren da so seltene bei, die schon nicht mehr aufgelegt wurden. Und das war immer ziemlich cool, dass man, also das war so richtig wie so heutzutage dealt man Drogen. Und damals hat man mit Diddleblättern. Achtung, Naika, da kommt ein Zombie auf dich zu. Ja, die meisten Jungs haben Pokémon-Karten getauscht. Da sind Creeper. Tiny, einer folgt dir, glaube ich. Aber Pokémon-Karten. Oder Sai ist das, glaube ich. So, Pokémon-Karten habe ich auch gesammelt. Die sind aber leider zu schnell ausgestorben. Genau wie diese Digimon-Sticker und hast du nicht gesehen. Mhm. Und Pokémon gab es ja auch als Sticker. Trotzdem finde ich, dass die viel zu schnell ausgestorben sind. Das war ein gutes Spiel eigentlich. Mhm. Ja, Pokémon habe ich nicht so gesammelt. Ja, du bist ja uncool gewesen. Ja, ich habe auch Pokémon erst voll spät geguckt. Ich habe ja damals nur Sailor Moon geguckt, wirklich. Und auch gar nicht Digimon und so. Hey, weißt du, und dann wunderst du dich. Da ist ein Creeper, dann der folgt einer von euch da. Sei. Ja, ich weiß. Oder Tani. Ich habe hier auch einen am Baum und ich bleibe jetzt so lange, bis der irgendwo mal geht. Guckt kein Pokémon und wundert sich. Wie wundert sich? Warum möchte ich mit dazu? Dazugehören ist nicht alles. Heutzutage bereut sie es und hat sogar ein bisschen Pokémon X gespielt. Ich habe auch damals Pokémon Gold und Silber durchgespielt. Pokémon Gold, aber die Kristall-Edition fand ich super. Ich habe die Spiele Nike gespielt, ich habe nicht fertig. Nike, die laufen jetzt gerade irgendwie 7 Zombies hinterher, ungelogen. Mir? Dir? Mir. Sei. Mhm, das kann auch sein. Ich bin die mit der Lederkappe. Oh, ich glaube, ich färbe mir die und dann baue ich die immer wieder auf. Ja, guck mal, Sai. Ja, das wäre jetzt ein Screenshot. Ja, es wird ein Screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Ich habe die erstmal fotografiert, ne? Fan-Treffen nennen wir die Folge. Ja. Kämpf doch einfach mal gegen die. Du magst es lieber, ne? Guck mal, er hat eine Kartoffel gedroppt. Warte mal, jetzt mal eine blöde Frage. Alter, der Creeper ist hier immer noch. Wie hartnäckig ist das Arsch denn? Die Frage ist, kann ich überhaupt Schaden kriegen? Warum? Tiny, warte, ich rette dich mal. Der hat mich geschlagen, aber ich habe kein Leben verloren. Ja, bist du noch im Dings-Modus? Ja, aber dann greife ich mich doch normalerweise nicht an. Ich muss mal gucken. Ich lasse mich mal ein bisschen von dem Zombie hier schlagen, dann gucke ich mal. So, Tani, doch, ich kann Schaden kriegen. Wo ich ja die ganze Nacht da oben auf dem Ding sitze. Gerettet. Und ich rette dich mal. Wir sind gerettet. Da kommt noch ein Fanboy. Der hat einen Setzling. Alter, leck. Jetzt erstmal Kartoffel darauf essen. Boah, Sai, warum kotzt du Setzlinge aus? Mir ist schlecht. Da kommt noch ein Zombie. Zombie auf 12 Uhr oder so. Oder auf irgendeiner Uhr. Ja. Hallo. Das ist meiner. Aua. Hey, du hast unsere Romanze. Da kommt noch einer. Kennst du diesen Spruch? Das hat meine Mama immer gesagt. Aua, schreit der Bauer. Die Äpfel sind so sauer. Die Birnen sind zu süß, morgen gibt Gemüse. Übermorgen Sauerkraut, ist der ganze Tisch versaut. Irgendwie voll dämlich. Ist auch sehr dämlich, aber es reißt sich. So dämliche Kindergesangsgedöns. Genau wie, warte, wie war das doch mal? Ich weiß gerade nicht, wie es anfängt. Ich weiß etwas, was du nicht weißt, und das darf ich nicht verraten. Sonst kommen die Piraten und werfen mit Tomaten. Tomaten sind zu teuer. Dann werfen sie mit Feuer. Feuer ist heiß. Dann werfen sie mit Eis. Eis ist zu kalt, da gehen sie in den Wald. Wald ist zu eng, da macht die Hose feng. Ja. Gott. Schwachsinn. Alter, Leute, seid froh, dass ihr nicht hier seid. Hinter dir ist eine Spinne, Sai. Ja, ich will auf der reiten, aber die will nicht geritten werden. Ja, wie war das letztens, Tani? In der einen Folge? Da kam so, von Left 4 Dead. Eklig, so auf einem Mann zu reiten.
Wir waren im Jockey, hat der Coach gesagt. Ja, gay. Eklig, so auf einem Mann zu reiten. Oder lustig war gestern Left 4 Dead, wo wir so auf Alice eingeprügelt, gar nicht mal auf Nick eingeprügelt haben. Boah, das war aber gestern, ne? Wir haben auf normal gespielt und die NPCs, die haben uns überhaupt nicht supportet. Überhaupt nicht, null. Keine die haben uns keine Medipacks abgegeben, die haben uns das noch vor der Nase weggeklaut. Weißt du, wir waren viel schlimmer dran als die. Die haben uns das vor der Nase weggeklaut und haben das selbst für sich benutzt. Die haben teilweise ihr Medipack, was sie hatten, benutzt, um wieder volle Energie zu haben, um sich dann das Medipack, andere Medipack zu klauen. Und dann haben sie teilweise wirklich auf uns geschossen und die NPCs. Wir standen schon lange davor, um die Zombies dazu anzugreifen. Und immer kamen die von hinten an und schossen auf dich. Du hast es immer nur mitgekriegt, wenn du mich umgedreht hast, weil du gedacht hast, oh, hinter dir sind Zombies, dann kriegst du Schaden. Ja, stimmt. Da gibt's auch so eine Tani, die schießt auch immer auf mich. Oder so ein Zai, der schießt auch immer auf mich. Ja, aber meistens höre ich dann immer so. Oder so eine Naika, die auch immer auf mich schießt. Ja, das ist, ich schieße immer so auf die Zombies und dann kommt so von der Seite so eine Tani geschossen. So, yeah! Ein dicker Schwarzer. Ab in die Kugel! Zombies, ich schütze euch! Dann höre ich immer sofort auf zu schießen. Nein, das war meine Mutter! Ja, ich versuche mich immer zu ducken, wenn ich vorne bin. Ach, man kann sich ducken, ne? Ja, mit STRG. Ich vergesse es immer. Ich vergesse es auch manchmal, aber bei manchen Dingen ist es auch einfach sinnvoll. Wenn man merkt, von hinten kommt so ein Kugelhagel, dann machst du es halt mal eben. Dann... Ah, es sind immer nur 3 Kugeln. Immer 3. Oh, ich bin schon wieder, glaube ich, rausgeflogen. Alter, das stinkt, als wenn so ein Futterhaus so eine Nase und so Trockenfleisch hält. Ist Sai noch da? Boah. Ich bin auch da. Ja, weil ich habe dich gerade reden gehört, aber ich habe dich hier nicht gehört. Also, ich habe dich durch die Tür reden gehört, aber hier, ne? Nicht über Skype. Ja, das ist, weil du doofe Ohren hast. Deswegen habe ich ja. Habt ihr überhaupt gehört, wie ich gesagt habe, bin ich jetzt rausgeflogen? Ja. Gut. Dann bin ich doch nicht rausgeflogen. Du hast halt doofe Ohren. Weißt du, anstatt mal irgendwas zu sagen, so, nein, du bist nicht rausgeflogen, ne? Ich habe eigentlich nein gesagt, aber. Ja, vielleicht habe ich euch auch einfach nicht gehört, nur ihr habt mich gehört. Oder du hast doch hoch. Oh, gleich gibt's lecker Krustenbraten. Wir haben gerade bestellt, wir haben einen neuen Lieferdienst, Tani. Der ist voll gut, da hat so Döner und sowas. Oh, lecker. Hat der Pommes-Döner? Ja. Geil. Wie hieß der? Jasons Lieferdienst? Ja, Jasons Restaurant. Ja, ist eigentlich ganz gut. Ja, und auch günstig, zumal, finde ich. Mhm. Wir haben jetzt für so ein, Pommes-Döner. Groß. Mit Getränk. Für, keine Ahnung, 6 Euro. Und ich hatte einen Dürüm, aber das Fladenbrot vom Dürüm war anfangs ein bisschen gewürzbedürftig, aber eigentlich ganz lecker. Und die Fritten sind nicht mein Fall gewesen, aber dafür Nikers Fall. Wir werden sowieso... Gott, ich muss richtig sparen, damit wir unseren ganzen Lieferservice überhaupt bezahlen können. Ja, wir können ja auch ein bisschen auf das Geld achten und selbst was machen. Ich meine, wir kochen ja gerne zusammen, ne? Oh, Kochen macht richtig Spaß. Ich koche leidenschaftlich gerne eigentlich. Was man dann zum Beispiel an meinem Hund sieht. Wenn ich koche, dann kriegt der Hund kriegt immer irgendwie was ab. Deshalb kommt er auch immer mit in die Küche und setzt sich hin und wartet. Ja, aber ist ja schön mit dem Lieferando, da diese Stempel, die man sammeln kann. Mhm. Ich denke, ihr werdet innerhalb von einer Woche schaffen, dass ihr da irgendwie genug Stempel kriegt. Ja, dann lernen wir den Pizzaboten persönlich kennen oder so eine Art. Ja, dann grüßt er uns dann nur noch. Ja. Er sagte, hey, Julia. Ach, ist die Tani wieder da, Tani. Oder? Genau, er sagte, hey, Naika, hey, Tani, was geht ab? Heute wieder so, Pizza? Jedes halbe Jahr kommt er dann, weißt du, dann. Ach, ist die Tani wieder da? Ja. Dann sagt er, gut, dann bringe ich noch extra eine Flasche mit, weil ihr seid unsere besten Kunden. Ja. Ja, und er hat mittlerweile einen Porsche vor der Tür stehen. So wegen euch. Nein, wir wollten aber auch einen Tag machen, wo wir gesund essen. Wir haben ja gesagt, also wir könnten auch Tani. Ich habe ja gestern diese Kartoffeln gemacht, habe ich dir erzählt. So Kartoffeln im Ofen mit ein bisschen Gewürzen dran. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man die kleiner schneidet und ein bisschen so in einer Art paniert, dann könnte das ziemlich geil sein. Das sind dann so Kartoffelecken. Aber weißt du, was ich das letzte Mal gemacht habe? Kartoffelecken muss man nicht panieren. Ja, aber ich meine so mit Paprikapulver und so ein bisschen, weißt du, so gewürzt dran. Ach so, würzen, ja. Du kannst mit Öl, also die werden normalerweise, du machst diese Gewürze mit Öl
und tauchst du dann einmal kurz da drin ein.